Wir haben das letzte Mal uns klargemacht, was so ein Staat ist, auch welche Vorteile er bietet, nämlich er produziert jede Menge von öffentlichen Gütern. Und vor dem Hintergrund wundert es dann durchaus, was wir am Schluss der letzten Stunde festgestellt hatten, dass Staatlichkeit und gar erst der moderne Staat eine ziemliche Ausnahmeform ist. So furchtbar viele Staaten gab es im Lauf der Geschichte unserer Spezies gar nicht. Und die Vorstellung, dass jeder Fleck der Erde von einem Staat belegt ist und regiert wird, auch die ist sehr, sehr neuen Datums. Warum ist das so? Blicken wir einesteils auf die Vorzüge von Staaten und dann auf die Kosten, die dazu führen, dass Staatlichkeit eben doch selten ist. Die Vorzüge von Staatlichkeit fangen damit an, dass dort, wo ein Staat funktioniert, es keinen Bürgerkrieg mehr gibt. Und lediglich, wenn es nicht Zustände gibt, wie in Libyen, wie in Syrien, lediglich dann gibt es Chancen auf eine friedliche Entwicklung und alle die Folgeannehmlichkeiten von Frieden, wie wirtschaftliche Entwicklung, stabile Demokratie, Herbeiführung nachhaltiger sozialer Gerechtigkeit. Dass ein Staat da ist mit verlässlicher Herrschaftsgewalt, ist die Voraussetzung und der Startvorzug von Staatlichkeit. Wenn es einen funktionierenden Staat gibt und der auch noch die Wirtschaft halbwegs im Schwung hält, dann gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, den Staat noch besser zu machen. Zum Beispiel kann der Staat wirtschaftliche und rationale und funktionierende zunächst einmal Systeme der Steuererhebung, der Abgabenerhebung einrichten, sodass der Staat genügend Eigenmittel hat, um so schöne Dinge wie Gerichte, aber auch Arbeitsagenturen oder Sozialämter zu unterhalten. Sobald der Staat vernünftig viel Geld einnimmt, kann er sich auch eigenes Personal halten, kann er Verwaltungspersonal ausbilden und so bezahlen, dass nicht Korruption zu einem Nebeneinkommen wird. Es ist überhaupt erst das Bestehen einer leistungsfähigen Staatlichkeit die Voraussetzung dafür, dass der Bürger anderen Leuten begegnet als Räubern, die sich staatliche Ämter zuerkannt haben. Obendrein kann ein Staat, der genügend Geld einnimmt, der eine vernünftige Verwaltung hat, eine leistungsfähige Verwaltung hat, mit dem Geld und der Stabilität und den Menschen, die für ihn arbeiten, Infrastruktur aufbauen. Verkehrswege, Straßen, Brücken, Eisenbahnnetze, sonstige Netze, die wir für unseren ganzen Internetverkehr, von dem unsere Kultur abhängt, benötigen. Nachhaltige Infrastruktur, die nicht einmal erstellt ist und dann rottet sie vor sich hin, sondern Infrastruktur, die auf Jahrzehnte, idealerweise auf Jahrhunderte hinaus verfügbar bleibt. Obendrein, wenn das alles da ist und Infrastruktur zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung beiträgt, dann kann der Staat etwas erzeugen, was gut marxistisch heißt, das Mehrprodukt. Mehrprodukt meint, dass man mehr produziert, als man für das Fristen seines Lebens benötigt. Kurzum, dass der Staat mehr einnimmt, als er braucht. Also Geld ausgeben kann für gleich welche Sachen. Auf dieser Grafik sehen Sie, wie sich die Staatsausgaben vom 17. Jahrhundert bis ins frühe 19. Jahrhundert in England entwickelt haben. Tendenz ist völlig klar nach oben. Bei näherer Betrachtung sieht man, dass meistens mit kriegerischen Handlungen die Staatsausgaben gestiegen sind. Das versteht sich von selbst, denn Schiffe und zu modernen Zeiten dann eben auch Panzer, Kanonen, Flugzeuge sind nun mal teuer. Das kann sich bloß der Staat leisten. Es ist freilich auch gestiegen, die Staatsschuld und folglich die Zurückzahlung von Staatsschulden, die Zinslasten für den Haushalt. Und seitdem dann Demokratie entstanden ist, wird auch mehr und mehr in den Sozialstaat hineingegeben. Auf dieser Folie sehen Sie, wie es weitergeht seit Beginn des 20. Jahrhunderts im Vereinigten Königreich und in Frankreich. Sie sehen, wie die Staatsausgaben nach oben gehen, natürlich in Kriegszeiten besonders stark. Sie sehen die Staatsausgaben von Schweden und der Schweiz. Hinter solchen Datenreihen steckt das, was ich vorhin das Mehrprodukt genannt habe. Der Staat nimmt Geld ein und kann mit dem etwas tun, Besseres für die Menschen, ab und zu auch Schlechteres. Obendrein, und nicht der geringste Vorzug eines stabilen Staates ist,
dass es dann Ansatzpunkte dafür gibt, die Macht des Staates zu bändigen und zu begrenzen. Schauen Sie, die ganze friedensstiftende Wirkung des Staates fängt ja damit an, dass Staatsgewalt verlässlich ausgeübt wird, dass keiner mehr durch Faustrecht sich Vorteile erringen kann. Aber ein Staat, der so mächtig ist, dass der Inhaber oder die Inhaber von Staatsgewalt alles tun können, was sie wollen, ist auch nicht gerade das, was man sich wünscht. Wäre das so, dann wäre der nordkoreanische Staat ein wunderbares Vorbild für das, was man sich wünscht. Aber es kommt nicht nur darauf an, dass der Staat stark und durchsetzungsfähig ist. Es kommt auch darauf an, dass der Staat nicht in die Freiheitsrechte seiner Bürger eingreift. Und deswegen ist eben, so paradox das für Leute klingt, die sich zum ersten Mal damit befassen, ist eben genau die Verlässlichkeit einer starken Staatsgewalt die Voraussetzung dafür, dass man anschließend institutionelle Arrangements findet, die die Staatsgewalt bändigen durch Gewaltenteilung, vorausliegend durch Rechtsstaatlichkeit, weitergehend durch Demokratie. Und dann freilich hat man ein Staatswesen, das ganz wunderbar ist. Eine der besten menschlichen Erfindungen. Warum legt man sich das nicht überall auf der Welt zu? Warum ringen auch in der Gegenwart verschiedene Gruppen von länger schon in einem bestimmten Land lebenden Menschen darum, wieder Staatsgewalt aufzurichten in Syrien, in Libyen, in Afghanistan? Ja, weil ein Staat auch eine Menge kostet. Und die Kosten von Staatlichkeit muss man genauso ernst nehmen wie die Vorteile. Schauen Sie, ein Staat mit verlässlicher Staatsgewalt zu errichten, hat politische Kosten. Sie müssen ja ein staatliches Waffenmonopol durchsetzen, beziehungsweise die Bevölkerung so ausgebildet haben, dass man zwar Pistolen und Gewehre zu Hause hat, wie in der Schweiz und den USA, sie aber relativ selten für Amokläufe und für Verbrechen einsetzt, was in der Schweiz allen Beobachtungen nach deutlich besser gelingt als in den USA. Dass das keine leere Rede ist, sehen Sie beim Blick darauf, was sich in Libyen tut und in Syrien tut, wo der Staat überhaupt kein Waffen- und Bewaffnetenmonopol hat. Und wenn Sie in den letzten Tagen Zeitungsmeldungen verfolgt haben, wurde berichtet, dass die baskische Unabhängigkeitsbewegung auf ihre Waffen verzichtet hat und der Staat sie einsammelt. Was im Vergleich zu Jahrzehnten von entsprechendem Terror ein gewaltiger Fortschritt ist. Aber das muss erst durchgesetzt werden. Der moderne Staat in Frankreich entsteht im Sich-Durchsetzen der französischen Krone gegen den großen Adel. Und das, was die USA versucht haben im Irak, nachdem sie eine stabile Staatlichkeit beseitigt hatten, das war eben durchzusetzen, dass nicht mehr einzelne Stämme die Staatsmacht ausüben, was nur sehr ansatzweise gelungen ist. Sie müssen Aufstände unterdrücken können, die schon so manche Regierung hinweggefegt und so manchen Staat ruiniert haben. Ja, und wenn ein Staat eigentlich gut funktioniert und die Bürgerschaft vom Staat erwartet, dass gut regiert wird, dass also soziale Gerechtigkeit nicht gefährdet, sondern zumindest aufrechterhalten wird, dann kann es immer noch sein, dass es mit diesem guten Regieren nichts wird, weil die äußeren Umstände nicht danach sind, etwa eine Weltwirtschaftskrise auftritt, die alle Versuche, das Deutsche Reich zur Zeit der Weimarer Republik gut zu regieren, zunichte gemacht haben. Es kann auch sein, dass eine Regierung sich zu viel vornimmt und zu viel verspricht, sodass eine Enttäuschung entsteht und die Bürgerschaft der eigenen Regierung und dem Staat gegenüber innerlich kündigt und im Grunde nur darauf wartet, dass ein Anführer kommt, der endlich die verrottete politische Klasse beseitigt, worin immer die Verrottung und Versiffung bestehen mag. Hinzu kommen die sozialen Kosten von Staatlichkeit. Schauen Sie, wenn Sie einen Staat haben wollen, brauchen Sie gesellschaftliches Einverständnis dergestalt, dass es einen sozusagen anonymen Staatsapparat gibt, wo Bekanntschaftsverhältnisse mit dem Ministerpräsidenten oder mit dem Sachbearbeiter eines öffentlichen Amtes nichts damit zu tun haben, ob Sie einen Gefallen erwiesen oder abgeschlagen bekommen. Einen neutralen Staat, der unbeschadet dessen, wer vom Staat etwas will, alle gleich behandelt, und zwar wirklich gleich behandelt und nicht nur simulativ, das ist schwierig.
Wenn Sie afrikanische Traditionen mit großer Stammesloyalität haben, dann wird dort erwartet, dass ich, der ich jetzt Verkehrsminister geworden bin, in das Gebiet meines Stammes die notwendigen Straßeninvestitionen lenke. Und wenn ich jetzt Erziehungsminister geworden bin, erwartet man von mir, dass ich insbesondere meine Clan- und Stammesangehörigen, von den Familienangehörigen ganz zu schweigen, in öffentliche Ämter bringen, die meinem Bildungsministerium in großer Zahl unterstehen. Wo Sie solche gesellschaftlichen Erwartungen haben, wird es schwer mit dem Regieren. Weil das, was man etwa in Deutschland von Preußen geprägt als normal erachtet, nämlich keinen persönlichen Gefallen zu tun auf der Grundlage seiner Amtsgewalt, weil das als ganz und gar ungehörig gilt. Oder Nomadentum. Wir kennen das lediglich in Gestalt von Sinti und Roma, die auf Französisch noch Les Nomades heißen. Folglich haben wir da kein Problem. Aber wenn Sie in den Jemen blicken, vor seinem jetzigen Bürgerkrieg, in manchen arabischen Staat, in die Mongolei, dann sehen Sie, dass es nennenswerte Teile der Bevölkerung gibt, auf die das normale Funktionieren eines Staates nicht ausgelegt ist. Leute ohne festen Wohnsitz, wo sie Schulpflicht nicht durchsetzen können, wo es wenig Sinn macht, irgendwelche größeren Infrastrukturprojekte durchzuführen, weil die Menschen ja von der zur nächsten Gegend ziehen, etwa im Wechsel der Weidegründe. Der Staat entsteht durchaus in Auseinandersetzung mit Nomadentum und meistens in Abwehr von Nomaden. Im Grunde ist das historisch sogar eine seiner wichtigsten Entstehungsgründe. Dort, wo durch Sesshaftigkeit Güter angesammelt werden konnten, entstand die Notwendigkeit, diese Güter abzusichern gegenüber nomadischen Stämmern, die dann manche Dinge, Gold, Vieh, Lebensmittel und die alten Römer beim Raub der Sabinerinnen, auch Frauen, sich durch Raub beschafften, sodass Staatlichkeit in Gestalt von Abwehr von Feinden durchaus in Auseinandersetzung mit Nomadentum entstand. Der Staat hat wirtschaftliche Kosten. Eine Armee kostet. Und moderne Staatlichkeit fängt tatsächlich damit an, dass der Staat durch Entfaltung eigener wirtschaftlicher Tätigkeit und oder durch ein entsprechendes Steuersystem sich in die Lage versetzt, eigene Streitkräfte zu haben und nicht länger angewiesen ist wie zu Feudalzeiten auf die Truppen, die den Untertanen, den mächtigen Untertanen, den Fürsten, den Lehnsnehmern zur Verfügung standen. Verwaltungen kosten eine Menge. Und wenn Sie dann noch die heutige Vorstellung haben, dass der Staat im Wesentlichen ein Sozialstaat sein solle, ein Staat, der von der Wiege bis zur Bahre sozial absichert, der kostenlose Bildung für jeder Mann und jede Frau gewährleistet, der ein wirkungsvolles Gesundheitssystem möglichst preisgünstig anbietet, dann ist es klar, dass so ein Staat erst recht viel kostet. Und somit kommt man schnell zur Einsicht, Staat funktioniert ohnehin erst ab einem Mindestmaß an wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, die man nicht immer und überall erzwingen kann und für die freilich politische Stabilität die erste Voraussetzung ist. Und obendrein sind auch Staaten, die funktionieren, teuer. Diktaturen haben erhebliche Kosten, sie müssen ihre Bevölkerung überwachen, einschüchtern, einsperren, ab und zu mal ein paar Leute exemplarisch bestrafen. Und Verfassungsstaaten, Demokratien kosten natürlich auch etwas. Da gibt es lächerliche Kritiken, etwa die, dass die Parlamente so teuer seien, weil die Abgeordneten so furchtbar gut bezahlt wären und ei der Daus doch glatt noch Mitarbeiter hätten. Könnte man sich alles einsparen. Oder dass die Politiker so viel Geld verdient haben. Naja, schlagen Sie mal nach, was die Bundeskanzlerin im Jahr hat und vergleichen Sie das mit dem Gehalt von, sagen wir mal, VW-Vorständern. Natürlich kostet das, das sind aber vergleichsweise Peanuts. Aber es kosten Wahlkämpfe und Wahlen etwas. Die staatliche Parteienfinanzierung kostet etwas. Das sind alles Kosten, die mit Demokratie einhergehen. Und ohne deren Aufbringung eine Demokratie wie die unsere ganz gewiss schlechter funktionierte als damit. Und das heißt, ein Staat muss man sich auch leisten können. Und man braucht die Kulturmuster, die es erlauben,
einen Staat haben zu wollen. Damit kommen wir zu einer weiteren Kette von historischen Tatsachen. Jener moderne Staat, den wir sozusagen für alternativlos halten. So sieht ein Staat aus und anders nicht. Den wir für eine Selbstverständlichkeit halten. Warum nochmal kriegen die in Lüben keinen Staat hin? Das müsste doch gehen. Diese Staatlichkeit, die wir für selbstverständlich und alternativlos halten, sie ist ziemlich jungen Datums. Staaten als solche gibt es schon länger. Die ersten Staaten, von denen wir schriftliche Berichte haben, sind die sumerischen Stadtstaaten, ungefähr 4000, 3000 vor Christus. Und vermutlich gab es Staatlichkeit schon etwas länger, bevor Schrift erfunden und uns überliefert wurde. Aber das sind dann auch bloß 5000 Jahre. Und gleichwohl sind das Staaten, die mit unserem modernen Staat gar nicht so furchtbar viel gemein haben, außer eben, dass verlässliche Regierungsgewalt zeitweise ausgeübt wurde. Das, was wir den modernen Staat nennen, klares Staatsgebiet, klare Bevölkerung des Staates, klare Staatsgewalt, verlässliches sich durchsetzen können von Regierungen, das ist ziemlich jung. Es entsteht in Europa im 16. und 17. Jahrhundert nach den Religionskriegen, nach der Erschöpfung der europäischen Königreiche und Fürstentümer durch die entsetzlichen Schrecken des Dreißigjährigen Krieges, der französischen Religionskriege und manch andere auch. Es entsteht das, was man nennt das westfälische Staatensystem, benannt nach dem Frieden von Münster und Osnabrück in Westfalen, der den Dreißigjährigen Krieg durch ein System internationaler Abkommen beendete und Stabilität schuf. Da entsteht moderner Staat, freilich nicht aus dem Nichts. Die kulturellen Voraussetzungen, die einfach gegeben waren, in Europa gegeben waren, zu denen gehörte einesteils das Nachwirken der römischen Reichsidee. Dieses Europa und der ganze Mittelmeerraum, sie waren ein einheitliches Reich gewesen. Und dass man sich nicht nur vage erinnerte, sondern ein Reich, das ganz bewusst von Leuten wie Karl dem Großen oder Otto dem Großen erneuert worden ist. Plötzlich entsteht zumindest das Weströmische Reich wieder. Das Oströmische besteht ja bis 1453, als die Osmanen seinen letzten Rest in Konstantinopel erobern. Die Vorstellung, dass es ein gemeinsames Regierungssystem geben solle, war da. Und das Verlangen war da nach einem Oberhaupt über all den konkurrierenden Feudalherren und Städten. Es war ferner da das römische Recht. Im Schoß der Kirche war es nie vergessen worden. Und es wurde in verschiedenen Stufen neu aufgegriffen mit der Entstehung der abendländischen Universität und anschließend, eben im 16. Jahrhundert, mit der Rezeption des römischen Rechtes im sich formenden Fürstenstaat. Denn da gab es klare Vorschriften, die regeln konnten, wie der Staat funktionierte, die man nachlesen konnte, die man aus dem Codex Justinianus, aus dem Decretum Gratiani jederzeit übernehmen und dann eben entsprechend anpassen konnte. Es war da das Institutionenmodell der römischen Kirche. Die römische Kirche ist im Grunde nichts anderes als die Fortsetzung des römischen Staates in jenen Zeiten, in denen die staatliche Gewalt, allstaatliche Gewalt von erobernden Germanenstämmen beseitigt worden war. Im Loyalitätsgefüge der Kirche und im ökonomischen Vermögen der römischen Kirche und ihrer Ableger in den anderen Teilen des Reiches, von Spanien, Gallien bis ins wilde Germanien hinein, dort lebt Erinnerung und Praxis römische Staatlichkeit. Es gibt ein Zentrum, ein fernes in Rom und die Bischöfe vor Ort. Es gibt Kollegialorgane, es gibt Regeln, es gibt Bestrafungen, sehr wirkungsvoll ins Jenseits verlegt, sodass wer auf Erden sich nicht redlich benahm, gleichwohl wissen konnte, dass er der füglichen Bestrafung nicht entging. Was im Übrigen Rousseau im vierten Buch seines Contrat Social als unabdingbare Notwendigkeit von ziviler Religion auch beschrieben hat. Es gab also das Institutionenmodell, die Regierungspraxis der römischen Kirche und es gab in dem, was später Westeuropa oder das Abendland werden sollte, es gab ein stabiles Ständewesen nach den Wirren der Völkerwanderungszeit.
Bauern, über die Grundherren regierten. Geistlichkeit in der vorigen Weise verfasst und stabil. Und Oberherren, welche früher erobertes Gebiet, später zu einem Reichsverband gehörendes Gebiet, ihren Lehensleuten ausgaben und sie auch absetzen konnten, zumindest einige Jahrhunderte lang. Es war also ein verfestigter Zustand, der die bäuerliche werktätige Bevölkerung erfasste, in Gestalt von Stadtherrschaft auch viele Städte und den inneren Menschen in Gestalt der Kirche, die Schriftlichkeit verwaltete und deren Exponenten somit auch zum Kern des entstehenden, in Anführungsstrichen, staatlichen Beamtenapparates wurden. Das war in anderen Weltgegenden überhaupt nicht so gegeben. Und folglich muss nicht verwundern, dass dort so etwas wie der moderne Staat nicht entstand. Aber warum entstand er? Es gibt mindestens drei Ursachen dafür. Ursache Nummer eins, sie kann man nennen eine realpolitische Erklärung. Der Staat in Europa und in anderer Form früher anderswo, er entsteht in einem ganz normalen Prozess des Werdens, den man mit den Begriffen der Evolutionstheorie trefflich beschreiben kann. Es ist ein nicht beabsichtigter Prozess, ein schrittweiser Prozess, bei dem zwei Dinge miteinander in gleichsam glücklicher Weise einhergehen. Politische Eliten verstehen es durch Tüchtigkeit, durch Verstand, durch Glück, warum auch immer, zumindest minimale Sicherheit für jene, die irgendwo leben, herbeizuführen. Es ist kein Bürgerkrieg mehr. Es herrscht nicht einfach Faustrecht von gleich zu gleich, höchstens vom Feudalherrn zu seinen Untertanen. Und zugleich begreift die Gesellschaft, dass in so einem Zustand, wo sie vielleicht politisch rechtlos ist, aber zumindest in gesicherten Verhältnissen lebt, dass es sich lohnt, diesen Zustand dadurch aufrechtzuerhalten, dass man mitwirkt, dass man die notwendigen Naturalabgaben in den Städten später nach Entstehung des Geldwesens Geldabgaben aufbringt, dass man die notwendigen Gehorsamsleistungen erbringt, worauf wiederum die Eliten komplexere Steuerungsmaßnahmen gründen konnten. Etwa Wege, Stadtbefestigungen, Märkte aufzubauen. Und eben dieses Zusammenspiel von Führungsleistung von Eliten und Folgebereitschaft einer von dieser Führungsleistung profitierenden Bevölkerung schuf nach dieser realpolitischen Erklärung schrittweise das Gefüge von Staatlichkeit überhaupt und des europäischen Staates auf seinen besonderen Voraussetzungen nach den Religionskriegen. Eine zweite Erklärung kann man nennen die liberale, weil sie allen liberalen Gesellschaftstheorien zugrunde liegt, teils ernst genommen wird, teils als Fiktion genommen wird. Diese liberale Erklärung sieht so aus: Die Menschen haben erkannt, dass sie, um miteinander auskommen zu können, sozusagen vertragliche Bindungen miteinander eingehen müssen. Sie müssen sich auf Spielregeln einigen, damit eine Gesellschaft funktioniert. Das nennt sich dann in der politischen Theorie der Gesellschaftsvertrag. Und sie begriffen irgendwann, dass die gesellschaftlichen Spielregeln von irgendjemandem auch garantiert werden müssen. Von einer Obermacht, welche für Gerichte und Richter und die Durchsetzung von Recht sorgt. Und den hätten sie, die Menschen, dann in Gestalt eines Herrschaftsvertrages eingesetzt. Und die Herrscher regierten so lange legitim, wie sie ihre Pflichten der Friedenswahrung und der Gerechtigkeitswaltung ausübten. Also der Staat entsteht dadurch, dass die Menschen Regeln einführen und sich an Regeln halten und eine politische Macht einführen oder zumindest akzeptieren, welche diese Regeln durchsetzt. Die folglich Herrscher, Spitzenpolitiker auf modern, einsetzen, die sich als Treuhänder der Bürgerschaft verstehen. Sozusagen, wie es später in der Aufklärung heißt, als erste Diener ihrer Staaten. Nicht als Besitzer und Gutsherren, sondern, wie es Helmut Schmidt in dieser Tradition ausgedrückt hat, als leitende Angestellte einer Firma namens Staat, in seinem Fall Bundesrepublik Deutschland, die als Zweck der Firmentätigkeit die Gewährleistung von Sicherheit und Wohlfahrt sehen. Das Reale an dieser liberalen Erklärung ist, dass Menschen sehr wohl, nach all dem, was wir aus der Geschichte wissen, immer wieder die Einsicht hatten, dass sie sich an Regeln halten und politische Macht errichten müssen, welche die Regeleinhaltung gewährleistet. Freilich machen dann manche Leute die Fiktion daraus,
dass irgendwann Menschen zusammengekommen wären und hätten einen Gesellschaftsvertrag abgeschlossen und dann einen Herrschaftsvertrag. Das ist pure Fiktion. Und selbst wenn das bei den Vertragstheoretikern ab und zu so drinnen steht, waren sie sich doch in der Regel dessen bewusst, dass das eine gedankliche Konstruktion ist, nämlich eine gedankliche Konstruktion, die klar machen sollte, wo denn das Recht herkommt, das zwischen Menschen gilt und vom Staat durchgesetzt wird. Und das war deswegen wichtig in der Aufklärungszeit, weil die bis dahin sehr übliche Erklärung nicht mehr funktionierte, dass nämlich Gott Herrscher eingesetzt hätte, die seine Gebote in der Welt umsetzen würden. Glaubt man nicht an Gott, dann kommt das Recht auch nicht durch göttliche Offenbarung in die Welt. Und dann legitimiert sich staatliche Gewalt auch nicht durch göttliche Beauftragung, sozusagen ein Haus des Friedens aufzubauen und abzusondern von jenem Haus des Krieges, das es durch Ausbreitung der Hingabe an Gott, auf Arabisch Islam genannt, immer weiter auszudehnen gelte. Die dritte Erklärung ist im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert populär geworden. Das ist die politisch-ökonomische Erklärung. Und sie geht im Wesentlichen so: Der moderne Staat entsteht als ein effizienter Mechanismus, der Märkte möglich macht. Märkte für Güter, Märkte für Kapital, Märkte für Menschen. Ein Mechanismus, der Märkte möglich macht, die Knappheitsprobleme effizient zu lösen erlauben, der Allokationsprobleme kostengünstig löst. Ein Markt, auf dem dann freilich die Eigentumsrechte der Marktteilnehmer gesichert werden müssen. Und der Staat mit seiner Autorität sichert jene Eigentumsrechte, von denen jedes Marktgeschehen abhängt. Wenn der Staat das tut, dann entwickelt sich die Wirtschaft. Dann kann der Staat durch Steuern und Abgaben sich so finanzieren, dass er eine tüchtige Verwaltung, gute Infrastruktur aufbauen kann. Kurzum, alle jene Leistungen erbringt, die einen Staat so lobenswert machen, bis hin zur Sozialstaatlichkeit. Das sind die drei Standarderklärungen für die Entstehung des modernen Staates. Mir will scheinen, dass man am weitesten kommt beim Verständnis der Entstehung des Staates, wenn man auf die realpolitische und die politisch-ökonomische Erklärung blickt. Aber wer noch ein wenig ideologischen Überbau will und gar nicht von der schönen Vorstellung ablassen kann, Menschen hätten sich irgendwann auf einer Wiese zusammengefunden und durch Vertrag eine Gesellschaft beschlossen und dann irgendeinem tüchtigen Menschen die Herrschaft übertragen, wer also ein politischer Romantiker bleiben will, der möge das gerne tun, aber zugleich wissen, dass es bessere Erklärungen für die Entstehung des Staates gibt. In der politikwissenschaftlichen Theorie wird das Ganze, nämlich die ganze Staatsentstehung, als Teil des Prozesses politischer Modernisierung aufgefasst. Die besteht dann aus drei Elementen: Staatsentwicklung, ein bestimmtes Territorium konsolidiert sich, es ist klar, auf welchem Flecken der Erde wer was zu sagen hat. Es entsteht eine Ausdifferenzierung von Politik, unterschiedliche Institutionen mit jeweiligen Leistungsprofilen. Es werden die unterschiedlichen politischen Akteure so weit zentralisiert, dass einheitlicher Staatswille so weit gebildet werden kann, dass einheitliche Märkte, ein einheitliches Militär- oder Steuerregime entsteht. Und es wird dann möglich, die Zwangsmittel des Staates zu kontrollieren durch Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, im schönsten Fall durch Demokratie. Der zweite Teil von Modernisierung in dieser Denkweise wird aufgefasst als kulturelle Integration, nämlich dass Menschen nicht nur, weil es keine Alternative gibt, sich als zusammengehörig empfinden. Wir leben nun mal hier, da ist ein Gebirge, da ist ein Gebirge, da ein Meer und da ein riesiger See, wir können nicht weg. Ja, folglich müssen wir die über uns ausgeübte Herrschaftsgewalt akzeptieren. So funktionierten viele Staaten im Laufe der Geschichte. Man konnte einfach nicht weg und deswegen gehorchte man. In diesem Gedanken der politischen Modernisierung kommt dann hinzu, dass Menschen sozusagen aus Regierten an sich zu Regierten für sich werden, dass sie Gemeinschaftsgefühl entwickeln. Wir gehören zusammen. Wir wollen eine bestimmte Staatsgewalt über uns errichten. Ob das die Bürgerschaften antiker Stadtstaaten sind oder ob das jene Figurationen sind, die man Nationen nennt und über deren Problematik wir noch näher sprechen müssen, tut nichts zur Sache. Kulturelle Integration, Zusammengehörigkeit, weil man gemeinsame Werte, Verhaltensweisen, Selbstverständlichkeiten, Wege, die Welt geistig und emotional zu organisieren, teilt,
Das nennt sich kulturelle Integration. Und obendrein kann dann so ein Staat, der auf einem bestimmten Gebiet mit kulturell integrierter Bevölkerung entstanden ist, sich eben immer weiter ausdifferenzieren. Das heißt, eine Evolution zu differenzierteren oder, wie man in der Evolutionstheorie auch sagt, zu immer mehr luxurierten Formen ermöglichen. Wo am Anfang einfach steht, hier gibt es eine Staatsgewalt und wer ihr nicht pariert, dem widerfährt Unangenehmes, kann Einverständnis über grundlegende Spielregeln entstehen. Das nennt sich dann Entstehung und Entwicklung von Verfassung, denn natürlich kann man diese Spielregeln weiterentwickeln. Zum Verfassungsdenken kann dazugehören der Leitgedanke, dass Herrschaft stets an die Zustimmungsbereitschaft der Regierten zurückgebunden sein soll, was sich Demokratie nennt, welche man durch unterschiedliche institutionelle Mechanismen praxiswirksam machen kann. Und obendrein kann in einer gut kulturell integrierten Gemeinschaft politische Strukturierung in der Weise erfolgen, dass es eine Zivilgesellschaft gibt, mit Menschen, die sich selbst auf den sie betreffenden oder interessierenden Gebieten für das Gemeinwesen einbringen, von der Freiwilligen Feuerwehr bis hin zu Wohltätigkeitsstiftungen, wo sich ein Parteiensystem entwickelt, bei dem mitzuwirken durch eigene Mitgliedschaft in einer politischen Partei für viele in dieser Gesellschaft zu einem vernünftigen und erstrebenswerten Lebensentwurf wird. Eine Gesellschaft, in der es wieder das gibt, was die alten Römer den Cursus Honorum nannten, nämlich dass man sich einbringt in die Res Publica, die alle angehenden Sache, die Sache des Volkes, und eben gerne Politiker wird, vielleicht sogar Berufspolitiker, sodass ein solches Staatswesen auf Dauer gestellt ist. Das alles nennt sich politische Modernisierung und die Entstehung des europäischen Staates ist, wie Sie sehen, ein Kernelement dessen, was wir als politische Modernisierung bezeichnen. Das ist also diese moderne Staatlichkeit. Wie geht es mit ihr weiter? Warum nehmen wir die heute als selbstverständlich und nachgerade alternativlos? Europa, in seinen Fähigkeiten unglaublich gestärkt durch diesen modernen Staat mit rationaler Führung und Armeen und rationalen Besteuerungssystemen, zumindest in Teilen des Kontinents, dieses Europa, auch aufgrund seiner technischen Innovationen, dieses Europa erzielte erhebliche Entwicklungsvorsprünge, Machtvorsprünge gegenüber anderen Teilen der Welt. Die Europäer wagten sich auf den Atlantischen Ozean, um den Seeweg nach Indien zu entdecken. Tja, und dann landeten sie bei den sogenannten Westindischen Inseln und später in Virginia und oben in Kanada und eroberten das Aztekenreich und das Reich der Inka und blieben dort, holten jede Menge von Gold aus Südamerika, exportierten jede Menge von aus Afrika gekauften Sklaven nach Nordamerika, erzielten dort über Neofeudalismus erhebliche Profite, bauten einen transatlantischen, Afrika einschließenden Handel auf, wurden immer stärker, konnten sich Kriegsschiffe, Kanonen, Universitäten mit technischen Innovationen leisten, machten sich auf den Weg, weil sie die Besten und Schönsten der ganzen Welt waren, in allen Teilen der Welt ihre zivilisatorische Mission zu erfüllen und fangen an, aus dem Kolonialismus im 19. Jahrhundert den Hochimperialismus zu machen. Am Beginn des 20. Jahrhunderts waren die Europäer so weit gediehen, dass außer China, Japan, Thailand, Äthiopien nur ganz wenige Gebiete der Erde nicht unter die zumindest indirekte Regierungsgewalt von europäischen Staaten gebracht waren oder von Staaten, die europäisch geprägt waren, wie die USA. Die Welt war gleichsam europäisiert worden. Und ziehen Sie unter Europa immer den erfolgreichsten Ableger Europas, das sind die USA, das ist Kanada. Und Sie können auch gerne Südamerika drunter ziehen. Weil die ganze Welt sozusagen europäisiert war, war auch das europäische Verwaltungs- und Staatsmodell dasjenige, was als das Angebrachte galt. Warum konnten wir Briten diesen Teil Afrikas überhaupt so leicht erobern und kontrollieren? Ja, weil unsere politischen Strukturen überlegen sind, unsere Rechtsstrukturen, unsere Wirtschaftsstrukturen. So müsste eigentlich jeder Teil der Welt funktionieren. Und in der Tat, die Europäer bauten überall
entsprechende Verwaltungsstrukturen auf, zunächst zum eigenen Vorteil. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Europäer nicht mehr die Macht hatten, große Teile der Welt zu beherrschen und sich die Entkolonialisierung regte, auch durch Revolutionen, auch durch Unterstützung der großen antipodischen Macht der Sowjetunion befördert. Dort bauen die abziehenden Kolonialmächte überall Fassaden des europäischen Staates auf. In manchen afrikanischen Staaten gibt es ein Parlament, dessen Speaker eine Perücke trägt. Und wo vor Beginn der Verhandlungen ein Zeremonialstab, Mace genannt, abgelegt werden muss, weil nur dann das Parlament ordnungsgemäß und verbindlich deliberieren kann. Solche Fassaden werden aufgebaut. Sie werden stabilisiert durch Entwicklungshilfe, durch Militärhilfe. Und sie werden ganz wesentlich auch deswegen stabilisiert, weil eine andere Ausprägungsform des europäischen Staates sich auch ausbreitet. Das ist der sozialistische Staat. Der sozialistische Staat, zum ersten Mal in der Sowjetunion aufgerichtet, dann nach dem Zweiten Weltkrieg über Osteuropa verbreitet, ist etwas, was gar nicht europäischer sein kann. Sämtliche Machtmöglichkeiten und wissenschaftlichen Möglichkeiten, die Europa entwickelt hat, werden hier verwendet und in den Dienst einer zutiefst europäischen Vision gestellt. Die Befreiung des Menschen von unnötiger Herrschaft. Wozu die Beseitigung kapitalistischer Wirtschaftsweise notwendig wäre. Eine zutiefst europäische Idee. Sie wird in den sozialistischen Staaten genauso simulativ aufgebaut wie der westlich-demokratische Staatstyp. Und solange der Ost-West-Konflikt im Schuss ist und die Sowjetunion bereit ist und der Westen bereit ist und die Sowjetunion in der Lage ist und der Westen willens ist, seine Satelliten- und Fassadenregime zu stützen, stehen lauter westliche Staatsattrappen quer durch die Welt. Und als dann der Ost-West-Konflikt zu Ende geht, weil die Sowjetunion sich auflöst und keine Unterstützung mehr leisten kann, da beschließt der Westen, sozusagen, es sei das Ende der Geschichte gekommen, es gäbe ohnehin keine Alternative zum westlichen Staat mit liberaler Wirtschaft und es käme darauf an, jetzt überhaupt unnötige Staatlichkeit abzubauen. Liberalisierung, Globalisierung, das ist das große Motto. Möglichst wenig staatliche Kontrolle, denn wenn das Kapital frei fließt, entsteht überall Wohlstand. Was tatsächlich entstand, war genau jene Krise der europäischen Staatssimulationen, die wir heute den Staatszerfall nennen. Jener Staatszerfall, der dann dazu führt, dass westliche Staaten immer wieder Sanierungsaktionen unternehmen. Wir schicken die Bundeswehr nach Mali, um die dortige Staatsfassade aufrechterhalten zu können über Militärmacht, die wir dort ausbilden, gemeinsam mit den Franzosen. Die USA haben uns dazu verleitet, in Afghanistan zu intervenieren und andere europäische Staaten auch, um dort aus einem Chaos, das eine Reihe von Invasionen, zunächst der Sowjetunion, dann der USA angerichtet hat, wieder den einzig möglichen Staatstyp hervorzubringen, den westlichen Staat mit einem volksgewählten Präsidenten, einem volksgewählten Parlament und einer westlichen Wirtschaft. Das kann nur gut gehen, glaubte man. Das heißt, die Signatur der heutigen Zeit, gekennzeichnet durch fragile Staatlichkeit und Staatszerfall, ist im Wesentlichen das Produkt des Versuches, den unter ganz besonderen Umständen entstandenen europäischen Staat, der im Zeitalter von Kolonialismus und Imperialismus weltweit verbreitet wurde und den man während des Ost-West-Konflikts zu mästen vermochte, das alles aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Warum lässt man das nicht sein? Na, es gibt schon einen Grund dafür. Das ist der, der in dem eingerückten Absatz steht. Schauen Sie, seit der Entstehung des westfälischen Systems gibt es so etwas wie Völkerrecht. Es wird weiter ausdifferenziert nach dem Wiener Kongress von 1815. Und eine der Grundüberzeugungen, eine der geistigen Grundlagen von Völkerrecht ist, dass es Völkerrechtssubjekte gibt. Was sind Völkerrechtssubjekte? Völkerrechtssubjekte sind verfestigte Zustände, also Staaten,
die von anderen Staaten als Staat anerkannt sind und die miteinander jeden Fleck der Erde kontrollieren und mit öffentlichen Gütern versorgen. Internationale Beziehungen sind Beziehungen zwischen Staaten. Und wenn man Probleme lösen will, muss man A herausfinden, welcher Staat ist für welche Weltgegend zuständig. Da muss man B mit der Regierung dieses Staates Verträge schließen und sich dann bemühen, sie einzuhalten. Weil Staatlichkeit die Voraussetzung zivilisierten völkerrechtlichen Verkehrs ist. Solange es überall Staaten gibt, ist das sozusagen kein Problem. Und wenn es Marionettenstaaten der Amerikaner oder der Sowjets sind, ist es auch kein echtes Problem. Da müssen halt die Großen dafür sorgen, dass getan wird, was zu tun ist. Wenn aber Staatlichkeit als der Normalzustand von Regierungsgewalt nicht mehr flächendeckend da ist, wenn wieder so etwas wie persönliche Herrschaft entsteht, bandenmäßiger Art wie in Libyen, oder Protektorate, wie ansatzweise in Syrien, dann ist die Grundlage des internationalen Systems brüchig geworden. Und statt sich das einzugestehen und sozusagen den zivilisatorischen Rückschritt auf sich zu nehmen und, um es im Beispiel zu sagen, festzustellen, Libyen hat keinen Staat, wird auf Jahrzehnte keinen Staat haben, infolgedessen werden wir auf lange, lange Zeit keine Regierung in Libyen haben, mit der wir verhandeln könnten. Folglich müssen wir es wieder so machen, wie zur, in Anführungsstrichen, guten alten Zeit des Kolonialismus, nämlich mit unseren Truppen dort landen und unsere Interessen durchsetzen. Statt diesen offenkundigen zivilisatorischen Rückschritt zu machen, ist man bis auf Weiteres übereingekommen, lieber in die Sanierung von Staaten zu investieren. Und lieber eine Zeit lang Staatssimulationen und Staatsfassaden wie echte Staaten zu behandeln, als in den offenkundigen Zustand der Machtbeziehungen zwischen effektiv bestimmte Teile der Welt kontrollierenden Regierungen einzutreten. Und Sie merken, obwohl wir von historischen Tatsachen reden, sind wir wieder mitten in aktuellsten politischen Problemen. Hier im letzten Anstrich sehen Sie genau das, was ich Ihnen beschrieben habe. Seit dem Ende des Ost-West-Konflikts beobachten wir den Wegfall der Stabilisierungsleistungen des Ost-West-Konflikts. Seitdem die Globalisierung ihre Erosionskräfte überall freigesetzt hat, merken wir, dass allenthalben Staatlichkeit zusammenbricht. Machen wir Versuche, von außen manches zu stabilisieren. Errichten wir multinationale Protektorate und hoffen, dass irgendwie die Probleme verschwinden. Nachdem Sie einige Jahrzehnte lang die Weltläufe beobachten werden können, werden Sie den Fortgang dieses Experiments mit einigem Interesse verfolgen können. Die Faustformel, die ich Ihnen für solche Analysen und Deutungen auf den Weg gebe, lautet: Staatlichkeit, also der moderne europäische Staat mit Gewaltenteilung, Demokratie, Sozialstaatlichkeit und so weiter, dieser moderne Staat, diese Staatlichkeit ist ein europäischer Exportartikel, dessen Import oft mehr Probleme schuf als löste. Und gleichwohl ist der europäische Staatstyp so ziemlich das Beste, was politisch je erfunden worden ist. Und das ist die Dialektik, aus der man nicht ausbrechen kann. Ein besonderes Problem ist die Verbindung von Nation und Staat, bei der wir vorhin bei der Folie über politische Modernisierung schon gewesen sind. Blicken wir zunächst ein wenig auf die ethnische Diversität von Staaten. Auf dieser Folie haben Sie in einer Spalte halbwegs homogene Staaten und halbwegs heterogene Staaten zusammengestellt. Schauen Sie mal auf die homogenen Staaten mit einer halbwegs zusammenpassenden, ethnisch, kulturell, sprachlich zusammenpassenden Bevölkerung, Ägypten, Tunesien, Jemen, und gehen Sie die Liste durch, die so ganz nicht stimmt. China hat ein Problem mit seinen Turkvölkern, Uiguren genannt, mit den Tibetern ohnehin. Und folglich sehen Sie, da schon gibt es einige Probleme, den Staat zusammenzuhalten. Gehen Sie auf die heterogenen Staaten mit unterschiedlichsten Bevölkerungen. Tja, selbst dort, wo es zivilisiert zugeht, wie in Belgien, haben Sie heftige separatistische Tendenzen. Sie haben das Gleiche in Spanien. Die Schweiz ist ein Wunderwerk, was viel zu tun hat mit dem Sonderbundskrieg des 19. Jahrhunderts und der daraus hervorgehenden Direktdemokratisierung des politischen Systems. Aber das ist ein Thema für später.
Das, was ich Ihnen zeigen will anhand dieser Folie, ist im Grunde nur das Folgende. Selbst homogene Staaten zusammenzuhalten, kann schwierig sein. Und ethnisch diverse Staaten zusammenzuhalten, insbesondere unter den Bedingungen moderner Mobilität, moderner Kommunikationsmöglichkeiten und in dem Leitgedanken von Demokratie und Sozialstaatlichkeit, das wird ziemlich schwierig. Das braucht sehr komplexe und gut aufrechterhaltene institutionelle Mechanismen. Dazu später mehr. Behalten Sie aber diese Herausforderungen einer heterogenen Staatsbevölkerung im Auge. Denn jetzt widmen wir uns dem Problem Nation und Staat. Die so vielen, wie ganz naturwüchsig vorkommende Vorstellung, dass eigentlich bestimmte Völker, Nationen genannt, irgendwo leben auf der Welt und dort, wo sie leben, sich ihren Staat bauen, die so vielen als ganz natürlich vorkommt, ist relativ späten Datums. Nicht, weil ethnische Diversität ständig bestanden hätte, obwohl sie immer wieder bestand nach der germanischen Eroberung des Weströmischen Reiches, war es völlig klar, dass in Italien Romanen und Germanen nebeneinander leben und jeweils nach ihren eigenen Rechten vor Gericht behandelt werden. Die Romanen nach römischem Recht, die Goten nach gotischem Recht. Aber selbst wenn das Jahrhunderte dauerte, es waren eher Ausnahmezeiten. Der Punkt ist der, dass der moderne Staat mit der Vorstellung, dass die Staatsgewalt an die Zustimmungsbereitschaft der Regierten zurückgebunden sein sollte oder dass die Regierenden wenigstens vernünftig handeln sollten im Dienst eines rational erfassbaren Objektes, eines Königreichs, einer Kultur, einer Zivilisation, eines Volkes, das ist relativ späten Datums. Die Verbindung nämlich von Nation und Staat. Das Nationsdenken ist im Grunde ein Sprössling, naja, in der demokratischen Tradition von Rousseau und ansonsten der Romantik. Bei Rousseau entsteht eine Nation dadurch, dass Einzelne sich einander mit Haut und Haaren übergeben. Im zweiten Buch des Kontrasozialen nachzulesen. Ich übergebe mich dir und als Gegenleistung erwarte ich, dass du dich mir übergibst. Und weil jeder von seiner Selbstsucht Abstand nimmt, entsteht jener Raum, an dem der Gemeinwille, die Volonté générale, sich entfalten kann. Und dieser Gemeinwille, der wird dann politisch umgesetzt. Und dadurch ist der Mensch frei, weil zuvor eine große Homogenisierungsleistung erreicht worden ist. Wir sind ein Volk, geleitet von einem Gemeinwillen, den eine gute Regierung in die Tat und ins Werk umsetzt. Und im romantischen Denken werden solche Einheiten dann nicht mehr durch Verträge und seien es solche, wie ich sie bei Rousseau so eben beschrieben habe, geschlossen, sondern die Einheit entdeckt man durch Blick auf die Geschichte. Das 19. Jahrhundert ist jenes Jahrhundert, wo die Geschichten der europäischen Völker erfunden werden. Wo man genau ausklamüsert, wer sind genau die Vorfahren der Deutschen im Unterschied zu den Vorfahren der Spanier. Und wo man durch historische Fiktionalisierungen eine Kette von der Vergangenheit in die Gegenwart und in jene Zukunft schlägt, in der dieses Volk mit dieser Geschichte und Kultur und einer möglichst guten Regierung seinen Weg durch die Zeiten weitergehen soll. Wenn es so ein Volk gibt, mit Homogenität, gleichen Interessen, gleichem Grundwillen, ja, dann ist Demokratie leicht herstellbar. Bei Rousseau sogar in totalitärer Form. Derjenige, der erkennt, was der Gemeinwille des Volkes ist, ist nun mal der oberste Demokrat. Und in kulturell-historisch fingierten Nationen ist dann völlig klar, wer das Recht hat, an der staatlichen Willensbildung teilzunehmen. Jene, die zu unserer Nation gehören, die eben auch von Germanen oder von Romanen oder von sonst wem abstammen. Und Sie merken, dass genau dieses Denken im Begriff der Nation, im Begriff einer homogenisierten Einheit, wo nicht mehr Individuen nebeneinander stehen, sondern man sich als Teil eines Ganzen empfindet, dass eben das erhebliche Regierungsprobleme zu lösen vermag. Deswegen wurde der Nationalstaat auch eine unglaublich machtentfesselnde Erfindung. Und
Hochimperialismus und europäisch-amerikanische Weltdominanz ohne das Denken im Begriff des Nationalstaates ist schwer vorstellbar, weil viel an Gemeinsinn, Aufopferungsbereitschaft bis hin zum freiwilligen Militärdienst ohne eine solche Homogenitätsfiktion die emotionale Folgerungen und Weiterungen dann haben wird, schwer hinzukriegen ist. Aber wie das meiste in der wirklichen Welt geht auch diese Idee nicht oder zumindest nicht vollständig auf. Diese Verbindung von Staat und Nation, sodass dann die Nation sich selbst regiert und demokratisch ihre Zukunft gestaltet, das ist sogar in Europa, wo dieses ganze Denken herkommt, schwierig und scheitert dort. Milde scheitert das in Deutschland. Die Deutschen wollen spätestens seit den Napoleonischen Kriegen ihre Kulturnation in den Verband eines deutschen Staates einbringen. Die Preußen entdecken das sogar als ihren deutschen Beruf. Das Problem war nur, es gab noch einen anderen Teil Deutschlands. Den Teil, bei dem bis zur Auflösung des Alten Reiches die Kaiserwürde lag. Österreich. Die habsburgische Monarchie war aber ein Vielvölkerstaat mit Tschechen und Ungarn und Polen und jede Menge von Südslawen auf dem Balkan. Was macht man denn mit Österreich, wenn sich Deutschland vereint? Gehört dann Österreich insgesamt mit seinen ganzen slawischen und ungarischen Reichsteilen zum Deutschen Reich? Was sagen denn dazu die Tschechen zum Beispiel, die auf der Frankfurter Nationalversammlung von 1848 vertreten waren? Natürlich. Ja, oder soll man Österreich trennen? Die deutschen Teile Österreichs kommen zum Deutschen Reich und die anderen bleiben draußen. Ja, da beklagten sich und bedanken sich die Österreicher. So wie sich die Sowjetunion und das heutige Russland immer bedankt, wenn man sagt, ja, ihr gehört schon zu Europa, aber bloß bis zu Ural. Da bauen wir eine Mauer oder was? Nach neuer amerikanischer Technik. Es ging nicht. Man konnte den deutschen Kulturraum nicht in eine gemeinsame Staatlichkeit mit gemeinsamer Nationalität gliedern. Infolgedessen kam es zum letzten Deutschen Krieg 1866, wo Österreich aus dem Reich verdrängt wurde und der deutsche Nationalstaat dann eben mit vielen Deutschen außerhalb des deutschen Nationalstaates aufgebaut wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg, als man der Demokratie willen Völkergefängnisse, wie es hieß, wie das Habsburgische Reich zerschlug, war der Leitgedanke der, jetzt befreien wir diese ganzen Völkerschaften, die unter preußischer, unter österreichischer, unter russischer Vorherrschaft sind und sie kriegen ihre eigenen Staaten. Sogar Lenin machte das zu einem zumindest ideologischen Kernbestandteil seiner Nationalitätenpolitik. Tja, die Idee ist gut ausgedacht. Aber was macht man denn in der Praxis, wenn nun einmal verschiedene Völkerschaften quer durcheinander siedeln? Wie auf dem Gebiet der böhmischen Krone, wo Deutsche und Ungarn und Tschechen und Slowaken gemeinsam lebten. Jeder kennt inzwischen die Lösung, Bevölkerungsumschichtung. Zum Teil von den Nazis auf dem Höhepunkt ihrer Macht unternommen, zum Teil von den Siegermächten nach dem Zweiten Weltkrieg unternommen, um eine Entmischung der Völkerschaften hinzukriegen. Tja, ob das so viel an Freiheit und an Lebensglück gesichert hat, ist sehr zu bezweifeln. Und problematisch ist dieses ganze Konstrukt, das Grundbestandteil eines funktionstüchtigen und auch dann noch demokratisch regierten Staates eine Nation sei. Erst recht problematisch ist das in Weltgegenden, in denen das ganze Konzept einer modernen Nation keine Wurzeln hat und keinen handlungsleitenden Sinn besitzt. Schauen Sie nach Afrika. Ein Ivora und ein Kameruner und ein Mali und ein Nigerianer, sind das unterschiedliche Nationen? Oft sind es die gleichen Völkerschaften, eben in unterschiedlichen Kolonialstaaten zusammengefasst. Folglich machte man sich im Zeitalter der Entkolonialisierung unter amerikanischer Federführung daran, Forschungsgebiete wie Nation Building zu entwickeln und rauszukriegen, wie schaffe ich Nationen dort, wo es keine gibt, sodass anschließend stabile, demokratisch regierte Staaten entstehen. Sie müssen nicht lange in die Bibliothek gehen, um ausfindig zu machen, das alles ist
zum großen Teil gescheitert. Und das bringt uns dann zu einigen analytischen Anschlussfragen. Kann denn das europäische Nationalstaatsmodell, also ein moderner Staat mit einer Nation, die diesen Staat trägt und folglich auch demokratisch regieren kann, kann das europäische Nationalstaatsmodell überhaupt sinnvoll sein? Abgesehen von besonderen Ausnahmefällen, wo man Nationen revolutionär erfindet, wie die französische Nation oder die spanische Nation. Oder ist vielleicht das Modell des Nationalstaates selbst schon ein Sprengsatz für Staatlichkeit oder für Verbünde von Staaten? Oder eine andere analytische Anschlussfrage: Welche Form von Nationalismus entsteht denn dort, wo die Staaten, die eingerichtet worden sind, etwa von den kolonialen Mächten, wo der staatliche Rahmen also eine Nation, ein Volk, das sich selbst bestimmt und dann demokratisch wählt, zwar voraussetzt, rechtlich, von den Funktionsabläufen, die man eingerichtet her voraussetzt, wo aber die Bedingungen für das Entstehen von Staatsnationen gar nicht gegeben sind. Weil einfach das europäische Denken in Nationen und ihre Verbindung mit Staaten fehlt, wie weitgehend in Afrika. Welche Folgen hat das? Und wie fatal sind die Folgen für rein formal bestehende Nationalstaaten? Wird dann nicht die Einrichtung von Diktaturen zur Notwendigkeit, weil man auf Zustimmung einer heterogenen Bevölkerung ohnehin keine Staatseinheit gründen kann? Erzwingt dann nicht genau das der Demokratie willen ersonnene Nationsmodell die Diktatur? Und können wir politisch genügend, wenn wir ganze Völkerschaften auf diesen Weg in Diktaturen hetzen? Und das führt dann zu einer eher konstruktiven Anschlussfrage: Welche institutionellen Formen von politischer Repräsentation, die wir uns immer als demokratische Repräsentation denken, gegründet auf Völkerschaften, die sich selbst bestimmen, welche institutionellen Formen politischer Repräsentation könnte es für die große Menge von nicht-europäischen Nationen geben, also die sich anders verstehen als europäische Völker mit ihrem Nationsbegriff, die es nun einmal gibt und die nun auch von stabilen politischen Systemen großen Nutzen ziehen könnten? Sollen die auf einen verlässlichen Staat verzichten müssen, weil sie die Voraussetzungen, die der von uns für alternativlos gehaltene Staatstyp des europäischen Staates braucht, die aber in vielen Teilen der Welt nicht gegeben sind? Und Sie merken, schon sind wir wieder in aktuellsten gegenwärtigen Problemen größter Art. Und die schauen wir uns noch näher an. Blicken wir auf die Nachfolgeprobleme der Tatsache, dass der europäische Staatstyp zunächst einmal einen globalen Siegeszug angetreten hat. Die Europäer, weniger noch im Kolonialismus, später dann freilich im Imperialismus, haben jede Menge alternativer politischer Ordnungsformen zerstört, weil sie einfach ihre Herrschaftsdominanz nicht nur über ein schon bestehendes tribalistisches oder sonstiges System gelegt haben, sondern weil sie im Zug der gewollten Durchherrschung ihrer Kolonien, weil sie ihnen sozusagen Kultur und Zivilisation bringen wollten, weil sie traditionelle Herrschaftsformen kaputt gemacht haben. In Afrika können Sie das noch vielfältig besichtigen. Wann immer Sie ein Buch über afrikanische politische Systeme zur Hand nehmen, gibt es bestimmt ein Kapitel über traditionelle Herrschaften, traditionelle Regierungssysteme, wo Sie beschrieben finden, welche Rolle lokale oder regionale Könige und Stammeshäuptlinge und so weiter haben. Und wie schwierig es ist, sie in den Staatsaufbau zu integrieren und wie viel sie gleichwohl bewerkstelligen, weil der Staat das nicht kann und informelle staatliche Strukturen stiften. Vieles, was jahrhundertelang funktioniert hat, ist durch die Ankunft und durch die Machtentfaltung der Europäer zerstört worden. Ich meine, das kann man nun natürlich auch nennen mit Schumpeter, eine kreative Zerstörung, von der überhaupt der moderne Wirtschaftsprozess lebt. Und ob jeder Staat, der unter traditionellen Autoritäten, die ja nicht immer auch die besten waren, gelitten hat, überhaupt keinen Vorteil davon ziehen könnte, wenn er moderne Demokratie empfinge, das ist ja auch eine völlig legitime Frage. Aber da müssen erst einmal die Voraussetzungen für Demokratie bestehen. Problemlos war dieses europäische Zerstören traditioneller politischer Strukturen im Grunde nur dort, wo lange Zeit eine neue Bevölkerung, insbesondere aus Europa zugewandert, dominiert hat, wo sie das vollzogen hat,
was man politisch korrekterweise nicht benennen darf, was aber technisch korrekt Bevölkerungsaustausch heißt. Oder Überschichtung der bestehenden Bevölkerung. So machten es die Europäer in Nordamerika, ganz wesentlich auch deswegen, weil sie jede Menge von Seuchen mitbrachten, auf die die Amerikaner seit 14.000 Jahren von Eurasien getrennt nicht adaptiert waren, weswegen viele der Bewohner Nord- und Zentralamerikas an Seuchen gestorben sind. Den Rest erledigte dann Alkohol und Kriegführung gegen die traditionellen Autoritäten. Also dort, wo dann eine neue europäische Bevölkerung neue politische Strukturen aufbaute, wie in Kanada, wie in den USA, oder wo die neue europäische Bevölkerung die traditionellen Eliten dominierte und zum Teil absorbierte, wie in Südamerika, dort funktionierte der neue westliche Staat. Genauso in Australien, wo die Ureinwohner, die sich im späten 19. Jahrhundert, als die ersten europäischen Siedler ankamen, mit Speeren dagegen zu wehren versuchten, dass die Europäer ihre Sträflingskolonien dort errichteten, die waren schnell verdrängt und Australien funktioniert als eine ganz normale westliche demokratische Gesellschaft. Dort, wo Bevölkerungsaustausch vollzogen wurde oder wo die Europäer die einheimische Bevölkerung faktisch unterdrückten und absorbierten, dort funktioniert der westliche Staat. Gut wie in Nordamerika, teilweise wie in Südamerika. Aber dort, wo kein Bevölkerungsaustausch, keine Bevölkerungsüberschichtung nachhaltiger Art gelang, wo also das normativ Richtigere sich vollzog, dass die Europäer nicht arrogant alles nach ihrem eigenen Bild ausrichten, dort verbanden sich europäische Institutionsruinen mit regionalen Traditionen zu wenig lebensfähigen, schlecht funktionierenden politischen Systemen, wie wir sie insbesondere in Afrika besichtigen. Obendrein, und davon sprach ich schon, gibt es eine Fehladaptation des internationalen Staatensystems auf die Legalfiktion, dass es in allen Teilen der Erde funktionierende Staaten gäbe, mit denen man Verträge abschließt, die dann durchgesetzt werden, sodass man internationale Konflikte auf dem Vertragsweg lösen kann. Schön wäre es. Und obendrein, und das ist im Grunde das Schlimmste, weil es auch zu mancherlei Perversionen geführt hat, die westlichen Staaten, ehrlich gesagt noch am wenigsten Deutschland, in neuerer Zeit zumindest, die westlichen Staaten haben den Glauben an den besonderen Wert europäischer Staatlichkeit, der begründet ist, der europäische Staat ist eine ganz tolle Erfindung. Also sie haben den Glauben an die überall gegebene Überlegenheit dieses Staatstyps mit Gewaltenteilung, Pluralismus, Demokratie umgesetzt in ganz abenteuerliche Programme der Staatenbildung und Demokratisierung. Manche Programme, die gleich mit der Entkolonialisierung einhergingen, und ich sprach ja schon von den Perücken der Speaker von so manchem afrikanischen Parlament. Anschließend kamen dann die Kriege, um sozusagen die letzten Diktaturen im arabischen Raum zu beseitigen. Der zweite Krieg gegen den Irak, das Zerbombardieren der libyschen Diktatur, das Intervenieren in Syrien, weil jetzt angeblich mit der Arabellion überall der arabische Frühling ausgebrochen sei und unweigerlich in den Sommer von Demokratien hineinführe. Also abenteuerliche Programme der Staatenbildung, die ihrerseits tatsächlich angefangen haben, so etwas wie einen Clash of Civilizations auszulösen. Die Revolte vieler, meistens im arabischen Raum angesiedelter Muslime gegen westliche Denkmodelle, Verhaltensmodelle, Gesellschaftsmodelle, hat genau in dieser westlichen Arroganz, die man nachspüren könnte bis zur Zeit der napoleonischen kurzzeitigen Eroberung von Ägypten, hat genau darin, dieser Demütigungserfahrung, ihre Ursachen. Mit China freilich verfahren wir inzwischen anders, da haben wir viel zu viel Angst davor. Wir hängen auch finanziell und wirtschaftlich von den Chinesen ab. Da gibt es dann zwar noch rituelle Bemerkungen, ach bitte ihr Chinesen, beachtet doch die Menschenrechte. Macht doch ein bisschen Demokratie, zumindest solange wie wir da sind mit unserer Handelsdelegation. Und anschließend bitte sorgt dafür, dass es keine hässlichen Bilder gibt, sonst kriegen wir innenpolitische Schwierigkeiten. Mehr machen wir nicht. Auch aus einem guten Grund im Übrigen. Was nützt die Garantie von Menschenrechten, wenn ein Staat zerbricht und Bürgerkrieg herrscht?
Was nützt die Garantie von Menschenrechten, wenn sie nicht durch verfestigte staatliche Strukturen in die Praxis umgesetzt werden können? Das hat man in Bezug auf China inzwischen begriffen. Und vieles von unseren intervenierenden Aktivitäten im Dienst von Demokratie scheiterte und wird auch weiter scheitern, weil man die Voraussetzung für so etwas Kompliziertes wie den gar noch demokratischen europäischen Staatstyp nicht nach Lust und Laune in jeder beliebigen Welt gegenschaffen kann. Und eben das ist das, was ich vorhin schon genannt habe. Scheiternde Staaten sind eben auch Opfer des Scheiterns der europäischen Staatsidee unter Bedingungen, für welche die europäische Staatsidee nicht geeignet ist, weil sie unter sehr besonderen Umständen seit dem 16. Jahrhundert zum Durchbruch kam. Und das alles führt uns zu einigen Einsichten. Einsicht Nummer eins: Der Staat ist nichts Selbstverständliches. Und Staatlichkeit entsteht aus dem Zusammentreffen von sehr speziellen Vorbedingungen, die keineswegs überall oder zu jeder Zeit gegeben sind. Folglich ist Staatlichkeit auch keine universell verallgemeinerbare politische Ordnungsform. Staatlichkeit hat lebensfähige Alternativen. Und wir begreifen das besser als vor 20 Jahren. Denn wir selbst bauen mit und betreiben mit Protektorate. Wir selbst bauen mit an Reichsbildung und beteiligen uns an ihr und akzeptieren sie. Und wir tun gut daran. Das Problem ist nur, dass wir von den Alternativen von Staatlichkeit bislang nur die traditionellen Formen kennen. Reiche, Protektorate, persönliche Herrschaften. Und wir haben keine Ahnung, wie akzeptabel oder wie brandgefährlich diese traditionellen Formen etwa persönlicher Herrschaft im islamischen Staat dann sein können, wenn sie sich moderne technische Errungenschaften zunutze machen, wie schmutzige Atomwaffen, chemische Waffen. Dann nützt es dann nicht zu sagen, ja, mein Gott, so persönliche Herrschaftsgebiete gab es schon immer. Aber früher konnte man von ihnen aus nicht Raketen irgendwo hinschicken oder Privatterroristen mit Giftgas im Gepäck. Folglich hält die Welt bestimmt noch einige Überraschungen für uns bereit. Die dritte Einsicht lautet, das Scheitern von Staaten, das wir derzeit sehen und so heftig beklagen und was gar nicht wenige Politikwissenschaftler gut ernährt, das Scheitern von Staaten ist keine Abweichung vom Normalfall. So wird das meistens wahrgenommen. Normalerweise gibt es Staaten und wenn ein Staat nicht funktioniert, ist etwas schiefgelaufen. Die Denkweise ist falsch. Das Scheitern von Staaten markiert lediglich das Ende einer geschichtlichen Ausnahmesituation. Das Scheitern von Staaten vollzieht sich genau deswegen, weil die Macht der Europäer und ihrer erfolgreichen Kolonien, USA, Kanada, inzwischen nicht mehr ausreicht, um den westlichen Staatstyp überall auf der Welt durchzusetzen. Wir erleben im Moment gerade die letzten Zuckungen des westlichen Willens, den westlichen Staatstyp überall durchzusetzen. Und bemerken, dass es nicht geht. Achtung, eine Ausnahmesituation geht zu Ende. Das Traurige ist aber, dass es eigentlich eine gute Ausnahmesituation war. Und eine für uns sehr vorteilhafte Ausnahmesituation. Darum können wir auch nicht rundum glücklich darüber sein, dass wir zur Regel von scheiternder Staatlichkeit und Bürgerkrieg und Krieg zurückkehren. Wenn diese Analyse stimmt, und manche Leute meinen, sie sei überzogen, was ich freilich nicht glaube, falls diese Analyse stimmt, dann sind bereits die normativen Grundlagen unserer bestehenden internationalen Ordnung brüchig. Und die ganzen Versuche über Multilateralismus, internationale Organisationen, die man stärken muss, die Probleme, die wir haben zu lösen, sind auf Sand gebaut. Das macht die Ideen dahinter nicht weniger hehr und ethisch lobenswert. Aber es kommt ja auch darauf an, was in der Wirklichkeit funktioniert, so wie die Wirklichkeit ist. Falls die Analyse stimmt, kehren geschichtlich überwunden geglaubte Formen zwischenstaatlicher Politik wieder als aktuell zu bestehende Herausforderungen zurück, nämlich die Bildung von Protektoraten, wie wir es auf dem Balkan im Kleinen gemacht haben, worauf es in Syrien hinauslaufen wird und wahrscheinlich in Libyen,
andernteils von Reichen, wobei die Chinesen schon sehr weit fortgeschritten sind. Wir sind zum Aufschütten von Inseln dort, wo sie ihre staatliche Gewalt ausüben möchten. Wenn das so ist, dann wird wieder zur aktuellen Herausforderung, dass freiheitliche Staaten mit Diktaturen zusammenarbeiten, und zwar ohne jeden Versuch, in den Diktaturen auf Systemwechsel hinzuwirken. Das ist ja jahrzehntelang der westliche Ansatz gewesen. Demokratie, wie wir sie haben, ist gut, Diktatur ist schlecht. Diktaturen gibt es leider Gottes, wir müssen mit denen sozusagen in Entspannungsbeziehungen treten. Aber der Zweck von Entspannungspolitik ist, auf Systemwechsel hinzuwirken. Denn wenn überall Demokratien bestehen und wenn es ist, so ist, dass Demokratien keine Kriege machen, ist die Errichtung von Demokratien der sicherste Weg zum Frieden auf Erden. Also lasst uns überall Regimewechsel hin zur Demokratie befördern. Deswegen auch das EU-Erweiterungsprogramm. Wo Diktaturen waren, sollten Demokratien entstehen. Das Angebot war, wenn ihr euch demokratisiert, dürft ihr Bestandteil der Europäischen Union werden und an ihrem Transfersystem Anteil haben. Die Politik wurde gegenüber der Türkei genauso versucht. Eine Zeit lang mit Ergebnissen, die so mancher gerne als Erfolg verbuchte. Und in letzter Zeit gibt uns die türkische Entwicklung eine Ahnung davon, dass das vielleicht eine Fehlkalkulation sein könnte. Dass manche Diktaturen überhaupt nicht daran denken, sich selbst abzuschaffen. Und im Fall von China hoffen wir ja sogar darauf, dass dieser Staat berechenbar, vernünftig regiert bleibt und nicht in zur innenpolitischen Instabilität abgleitende Demokratieexperimente gerät und gestehen das nur nicht öffentlich ein, weil das die Chinesen auch gar nicht gerne hören. Also, wir arrangieren uns mit Diktaturen, jetzt noch mit schlechtem Gewissen, in 20 Jahren bestimmt mit gutem Gewissen, weil dann ist das alternativlos. Wenn es aber nicht überall vernünftige Staatlichkeit gibt und weil nun mal Diktaturen in der Regel weniger Gerechtigkeitsleistungen erbringen als freiheitliche Staaten, wird es in vielen Bereichen der Welt sehr unangenehme Zustände geben. Verbrechen, Drogensucht, na, die gibt es bei uns auch, aber Drogenanbau und die großen Gewinnmaschinerien von Drogenhandel samt Begleitkriminalität. Das nennt man inzwischen die Slums der Weltpolitik. Lange Zeit war die westliche Vorstellung die, ja Gott, mit den Slums in der Weltpolitik ist es wie mit den Slums in unseren Großstädten. Die müssen wir, ja was denn? Bereinigen? Durch Sozialarbeiter, sozialen Wohnungsbau? Dadurch, dass wir die Bevölkerung woanders ansiedeln? Inzwischen haben Franzosen gelernt, haben inzwischen auch die Schweden gelernt, dass sich Slums einmal entstanden so schnell nicht beseitigen lassen. Dass man lieber lernen muss, mit ihnen zu leben und dann eben in No-Go-Areas nicht hineinzugehen, wenn man Ärger vermeiden will. Es darf ja jeder raus, der raus will. Wahrscheinlich wird vieles in der internationalen Politik hinauslaufen auf Versuche der Abschottung gegen die nicht beseitigbaren Slums der Weltpolitik, wo es keine vernünftige staatliche Gewalt, sondern das Faustrecht persönlicher Herrschaft gibt. Wogegen sämtliche westlichen Interventionen nichts ausrichten können und wo einzugreifen die Chinesen aufgrund von Staatsklugheit sich wehren werden. Und das sind, ich gebe es zu, keine erfreulichen Aussichten. Aber es ist auch nicht die Aufgabe von Politikwissenschaftlern, erfreuliche Aussichten zu verbreiten. Sondern der Job besteht darin, die Wirklichkeit so zu beschreiben, wie sie ist. Denn alle konkrete und konstruktive Politik beginnt bekanntlich mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Und wenn die Wirklichkeit unschön ist, muss man sie in ihrer Unschönheit schildern, damit man begreifen kann, durch welche politischen Maßnahmen man die Welt ein bisschen weniger hässlich machen könnte. Und das freilich ist der Zweck der Ausbildung von Politikwissenschaftlern. Kommen wir zur nächsten Frage, die wir uns vorlegen müssen. Wie können wir denn nun Staaten gliedern, die so ausnahmeartig sind, unter denen der Staat überhaupt eine Sonderform ist und der europäische Staat
erst recht. Wie kann man Staaten gliedern? Nun, da gibt es jede Menge von Gliederungsmöglichkeiten nach ihren institutionellen Formen, wo man dann im Bereich der Staatsformenlehre wäre. Vor 500 Jahren hätte man dann Republiken von Fürstentümern oder Königreichen unterschieden und heutzutage unterscheidet man dann Diktaturen von demokratischen Verfassungsstaaten und die Diktaturen nach totalitär, autoritär, hybrid oder gleich wie, die Demokratien nach präsidentiell, parlamentarisch oder hybrid, wie auch immer. Das sind Unterscheidungen, die allesamt richtig sind, aber für unseren Zweck jetzt nicht die einschlägigen sind. Es geht darum, Staaten nach ihrer Stabilität zu gliedern und sich klarzumachen, wovon hängt ab, dass Staaten überhaupt stabil sind. Die ordnenden Begriffe nach einem Klassiker auf diesem Gebiet wären die: Wir unterscheiden starke Staaten von schwachen Staaten, von Staaten, die gescheitert sind, aber fassadenartig noch fortbestehen, und jenen Staaten, wo nicht einmal mehr die Fassade da ist, die wirklich zusammengebrochen sind. Gehen wir nun diese Staatstypen knapp durch. Was sind starke Staaten? Starke Staaten sind solche, die ihr Territorium wirkungsvoll kontrollieren, zumindest überwiegend. Dass Deutschland im Spätsommer 2015 sein Territorium wirkungsvoll kontrolliert hätte, wird man schwerlich behaupten können. Aber es war eine Ausnahmezeit. Starke Staaten stellen ihren Bürgern, und wenn sie ihr Territorium kontrollieren können, dann ist klar, wer Bürger ist und wer nicht. Wer also ausgeschlossen werden kann und wer nicht ausgeschlossen werden kann von staatlichen Leistungen. Starke Staaten stellen ihren Bürgern und anderen, denen sie dieses Gute antun wollen, sie stellen ihren Bürgern und anderen die ganze Bandbreite politischer Güter zur Verfügung, nämlich Sicherheit nach außen, Sicherheit im Inneren, Rechtsstaatlichkeit, also Verzicht auf Willkür, ein Rechtssystem, unabhängige Gerichte, was eben dazugehört, persönliche Freiheit und praktizierten Pluralismus, also das Recht darauf, anders zu sein, verschieden zu sein, nicht in Reih und Glied mit anderen etwas zu tun und obendrein auch noch nachhaltig funktionierende Gesundheitssysteme, Bildungssysteme, Infrastrukturen, Finanz- und Wirtschaftssysteme. Kurzum alles, was man sich wünscht, ja, im allerbesten Fall auch noch die Luxuswünsche, funktionierende Demokratie und soziale Gerechtigkeit, was immer das im konkreten Fall meinen mag. Staaten, die das zur Verfügung stellen können, zumindest weitgehend, die nennen wir starke Staaten. Es nutzt nichts, wenn diese Staaten das nur anbieten und in Aussicht stellen. Es kommt darauf an, dass sie es auch leisten. Es kommt auf die Performance der Staaten an. Und da gibt es, Gottlob, einige Indikatoren, die es einem erlauben, dieses Konzept des starken Staates auch auf der Weltkarte zu verorten. Einmal das Bruttosozialprodukt pro Kopf. Da muss man nun keine große Karte zeigen, weil da leuchtet ziemlich schnell ein, dass die westlichen kapitalistischen Staaten weit vorne stehen und manche autoritäre Diktaturen wie Singapur freilich auch. Dass aber andere Diktaturen, insbesondere wenn sie kein vernünftiges Wirtschaftssystem haben oder ein ungerechtes, weit hinten sind. Es gibt dann noch andere Indizes, die wir uns näher anschauen, den Human Development Index, Freedom House Index und den Internationalen Korruptionsindex. Gehen wir die Sachen durch, schauen wir zunächst den Human Development Index an. Der besteht aus drei Dimensionen, in denen man misst, wie gut ein Staat sich anstellt bei der Produktion wichtiger öffentlicher Güter. Die eine Dimension ist Gesundheit der Bevölkerung, gemessen über die Lebenserwartung, die ein neues Mitglied einer dortigen Gesellschaft bei seiner Geburt hat. Zweite Dimension, die Erziehung, gemessen über die Anzahl von Jahren, in denen erwartet wird, dass die Mitglieder dieser Gesellschaft Schulausbildung genießen. Und dann stellt man dem gegenüber die Anzahl von Jahren, die sie tatsächlich in Schulen verbringen, weil Schulpflicht und Verwirklichung der Schulpflicht oft zweierlei ist. Und die dritte Dimension ist der Lebensstandard, hier eben gemessen im Bruttosozialprodukt pro Kopf. So, und wenn man anhand von diesen Indikatoren, die man halbwegs verlässlich erheben kann, die Landkarte einfärbt, kommt im Wesentlichen das raus: Je dunkler, umso weiter fortgeschritten ist die Entwicklung von Gesellschaften, umso größer ist offenkundig die Leistung von Staaten. Je heller blau die Landkarte eingefärbt ist, umso geringer ist die Leistung der Staaten, für menschliche Entwicklung etwas zu tun, also jene Güter bereitzustellen, die einen Staat überhaupt erst akzeptabel machen können.
Naja, und wenn Sie sich das ein bisschen näher angucken, dann sehen Sie die üblichen Verdächtigen. Europa, wo der moderne Staat erfunden worden ist, hat ziemlich gute Resultate. Die großen europäischen Kolonien in Nordamerika, inzwischen weit mächtiger als das gute alte Europa auch. Die Kolonien da unten, Australien und Neuseeland, ja, Südamerika mit starken westlichen Oberschichten geht auch. Ja, und Staaten, die sich stark modernisiert haben, wie die Japaner in den 1870er Jahren und Südkorea nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, ja, und dort, wo es extrem viel Geld gibt, in Saudi-Arabien auch, ja, und ganz klein zu sehen, Israel, das ja eine europäische Gründung ist. Naja, und wo schaut schlecht aus? Im größten Teil Afrikas. Im größten Teil Afrikas und in manch anderen Weltgegenden. Denken Sie an die Indikatoren. Einer davon ist Lebenserwartung. Und nachdem die meisten Menschen vermutlich nur einmal leben, ist die Lebenserwartung schon ein ziemlich harter Indikator dafür, ob Staaten das leisten, wofür man sie braucht, nämlich Leben und Überleben zu sichern und idealerweise noch ein Leben in Gesundheit und Gerechtigkeit und vernünftigen Verhältnissen. Schauen wir auf einen anderen Indikator. Nämlich den Freedom House Index. Dieser Index erfasst in erster Linie Freiheitsrechte. Und zu den basalen Gütern wie Leben sichern, schichten sich ja dann auf die komplexeren politischen Güter wie die Sicherung persönlicher Freiheit, was wiederum die Voraussetzung für Demokratie ist. Dieser Index beruht auf umfangreichen Checklisten, mit denen überprüft wird, wie es denn mit der Verwirklichung politischer Rechte und bürgerlicher Freiheit in verschiedenen Staaten steht. Und anhand dieser Checklisten gehen Länderexperten halt ihre Länder durch, Südkorea und Somalia und Italien und Spanien und Mexiko, und vergeben dann Werte auf Skalen zwischen 1, perfekt, und 7, ganz lausig. Anschließend hat man pro Staat und pro Indikator Häufigkeitsverteilungen, und dann guckt man auf die Häufigkeitsverteilung, und wenn man Glück hat, hat so eine Häufigkeitsverteilung 2 Gipfel. Dann hat man 2 Gruppen oder sehr 3 Gipfel, hat man 3 Gruppen. Im schlimmsten Fall gibt es eine Normalverteilung. Ja, dann kann man immer noch 3 Gruppen definieren. Die ganz unten liegenden, die ganz oben liegenden und den breiten Mittelbereich. Wenn Sie eine Gleichverteilung haben, tut man sich schwer mit Schwellenwerten, die dann eine Teilgruppe von der anderen abheben. Aber das sind jetzt Details, in die wir nicht gehen müssen. Der Punkt ist der, wenn man die Häufigkeitsverteilungen hat, dann werden Schwellenwerte festgelegt, nach denen man Länder als frei, als teilweise frei oder als unfrei klassifiziert und folglich eine Maßzahl oder eine grafische Darstellung dessen hat, wie es denn mit der Leistung von Staatlichkeit in der Abteilung Sicherung persönlicher Freiheit aussieht. Dieser Index wird seit 1972 jährlich erhoben, umfasst derzeit knapp 200 Länder. Seine Validität ist hoch, das heißt, es wird wirklich das gemessen, worum es geht, nämlich persönliche Freiheit. Die Reliabilität, also die Verlässlichkeit, kommt der Meier zum selben Ergebnis wie der Müller zum gleichen Ergebnis wie der Schulze? Oder schaut für diese drei die Welt ganz unterschiedlich aus? Die Reliabilität ist nicht über sämtliche Zweifel erhoben, weil es eben Experten sind, welche die Einschätzung machen. Die werden aber in vielfältigen Überprüfungsverfahren ihrerseits kontrolliert, sodass man im Wesentlichen davon ausgehen kann, dass die Verzerrungen nicht allzu groß sind. Die Sache ist so zu lesen: je grüner, desto freier. Je blauer, desto weniger frei. Und im braun-gelben Mittelbereich, naja, da liegt so dazwischen drinnen. Naja, was sehen wir? Wir sehen wieder das Übliche. Europa, wo der moderne Staat erfunden worden ist, das immer noch von seinem gigantischen technischen und wirtschaftlichen Fortschritt aus der Zeit der industriellen Revolution lebt. In Europas Kolonien, in Nord- und Südamerika, in Australien, Neuseeland, auch in Südafrika, auch in so einem Staat wie Indien, auch im reformierten Japan. Ja, ja, dort schaut es mit der Freiheit sogar nicht schlecht aus. Und dann gibt es den großen Bereich einesteils von afrikanischen Staaten, andernteils von asiatischen Staaten, einer großen eurasischen Landmasse, wo eben keine Freiheit, sondern Diktatur besteht, aus verschiedenen Gründen. Die chinesische Diktatur hat andere Gründe als die Diktatur von vielen afrikanischen Staaten, wo das die einzige Möglichkeit ist, das Staatswesen überhaupt halbwegs im Schuss zu halten, weil keine zivilgesellschaftlichen Voraussetzungen für Demokratie da sind.
Die russische Diktatur hat wiederum andere Ursachen, die ganz wesentlich auch mit der absolut geringen Siedlungsdichte des Landes zu tun haben, wo sich dann Zivilgesellschaft schwer entwickeln kann. Achten Sie auf die Überlappungsbereiche dieser Karte, die besonders anspruchsvolle öffentliche Güter beinhaltet, mit der von vorhin, die so grundlegende Dinge wie Lebenserwartung misst. Und schauen wir noch auf eine weitere Dimension von Staatsleistungen, das ist die Sache mit der Korruption. Und bitte für die nächste Vorlesung die Folienführung und die Hyperlinks davor überprüfen, damit wir nicht in die Probleme von soeben hineinkommen. Blicken wir also noch auf eine weitere Dimension öffentlicher Güter, das ist die Abwesenheit von Korruption. Korruption meint die Verwendung eines öffentlichen Amtes für private Zwecke. Korruption hat viel mit persönlicher Herrschaft zu tun und wenig mit rationaler Staatlichkeit. Der Umfang, in dem in einem Staat Korruption da ist oder nicht da ist, ist ein sehr starker Indikator dafür, ob die Idee des europäischen Staates, nämlich ein unparteiischer, keinen Anbetracht von Personen machender Herrschafts- und Leistungsverband zu sein, verwirklicht ist. Also Korruption ist Missbrauch eines öffentlichen Amtes zu privaten Zwecken und hier durch diesen Index wird gemessen der Grad, zu dem Experten, die sich in bestimmten Ländern auskennen, in diesem Land eben Korruption bestehen sehen, also die Verwendung öffentlicher Ämter für private Zwecke unter Politikern und unter Staatsangestellten. Ja, und wie das Ganze geht, steht da drauf. Es gibt 14 Umfragen von 12 unabhängigen Instituten, unter Geschäftsleuten, Länderexperten und so weiter. Da wird bewertet zwischen 0 völlig korrupt, 100 total sauber. Und dann kann man die Länder entlang dieser Expertenurteile auflisten. Im Jahr 2015 finden wir eine Spitzengruppe in Nordeuropa befindlich und in Neuseeland. Deutschland steht auch noch ziemlich gut da mitsamt anderen europäischen Staaten, ja, und hinten sind so Staaten, die nun wirklich durchherrschte Diktaturen oder gar nicht funktionierende Staaten sind. Wir blicken nochmal auf die Landkarte und Sie legen diese Landkarte wieder über die zwei Landkarten von vorhin. Und Sie merken, Korruption ist dort stark, wo Freiheit nicht durchgesetzt ist, wo es auch wirtschaftlich schlecht geht. Und so können Sie aus diesen drei Bildern der Welt Korruption, persönliche Freiheit, menschliche Entwicklung, sehr schön sehen, in welchen Weltteilen Staaten ziemlich gut funktionieren, starke Staaten sind, und wo es wesentlich schlechter steht. Und Sie sehen jetzt schon einige Zusammenhänge zwischen wirtschaftlicher Grundlage, kulturellen Mustern und diktatorischem Grad von Staaten. Und wenn Sie das im Hinterkopf behalten, sind Sie sozusagen fit dafür zu begreifen, unter welchen Umständen Staaten schwächeln oder gar scheitern. Und damit befassen wir uns in der nächsten Stunde.